Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video zu Battlefield 2042 und zwar geht es diesmal um den Modus Hazard Zone. Mit einem Trailer wurde der Modus heute angekündigt und jetzt erzähle ich euch mal ein bisschen, worum es da überhaupt geht. Wir fangen mal so ein bisschen ganz kurz mit der Lore an und zwar im Jahre 2040 gab es einen weltweiten Blackout, dann sind die ganzen Satelliten abgestürzt, mehr oder weniger, also die maximale Anzahl an Satelliten wurde irgendwie um 70% reduziert. Amerika und Russland haben dann wieder angefangen, neue Satelliten in den Orbit zu schießen, um natürlich dann Informationen über die andere jeweilige Supermacht zu sammeln. Und ja, unsere Aufgabe in Hazard Zone ist es dann im Endeffekt, squad-based auf den Multiplayer-Karten, die es ohnehin schon gibt, das werden die Spielkarten sein, auf denen müssen wir abgestürzte Satelliten finden, Daten extrahieren bzw. sammeln und am Ende gewinnt das Team bzw. die beiden Teams, die am Ende die Daten extrahiert haben erfolgreich und dann aus der Zone rausgekommen sind. Abgestürzt sind die Satelliten dann wiederum, weil dann zum Beispiel der amerikanische Satellit in russischem Territorium gelandet ist, der wurde abgeschossen und wird dann an der Absturzstelle von KI-Soldaten bewacht. Das heißt, ihr bzw. wir Spieler müssen dann diese Daten extrahieren und die KI-Soldaten bewachen diesen Ort. Ja? Das heißt, wir müssen gucken, dass wir es schaffen, die KI-Soldaten auszuschalten und diese Daten zu bekommen, um am Ende als Sieger in diesem Modus hervorzugehen. Das Ganze wird natürlich nicht so einfach, denn das Problem ist, wenn ihr dann einmal an einem Ort seid, wo ihr dann die Möglichkeit habt, Daten zu extrahieren, habt ihr da die KI-Soldaten, gegen die ihr dann kämpfen werdet. Ihr macht Lärm mit euren Waffen, ihr kämpft gegen die. Andere Squads werden auf euch aufmerksam und dementsprechend werden die dann eventuell auch noch mit dazukommen und dann gibt es heftiges Gemetzel. Eigentlich ist es halt nicht das Ziel, andere Teams auszuschalten in diesem Modus, sondern nur die Daten zu extrahieren. Natürlich wird das nicht einfach so reibungslos funktionieren, das wissen wir alle selber. Und deswegen wird es dann halt den Kampf gegen die KI-Soldaten geben und natürlich dann halt auch gegen andere Squad-Teams. Ihr seht also schon, die KI-Soldaten sind nicht nur dafür da, Server zu füllen im All-Out-Warfare-Modus, sondern im Endeffekt dann halt auch für den Hazard-Zone-Modus. Tornados und je nachdem, ob auf anderen Maps noch andere Naturkatastrophen auftreten, werden dann auch vorhanden sein. Das heißt, es kann auf jeden Fall auch mal eine richtig chaotische Runde werden. Jetzt kommt der sehr interessante Teil, den finde ich ziemlich cool. Und zwar, wenn ihr die Daten erfolgreich extrahiert habt, das nennt man Metagame sozusagen in Hazard Zone, bekommt ihr dafür Dark Market Credits, ja, DMCs sozusagen. Das ist halt mehr oder weniger die Abkürzung dafür. Und die könnt ihr dann wiederum benutzen, um neue Waffen, Gadgets und Upgrades fürs nächste Match zu kaufen. Euer Squad wird aus 4 Leuten bestehen, aus 4 Spielern und natürlich kann nicht jeder den gleichen Spezialisten spielen. Im Gegenteil, jeder Spezialist kann im Squad nur einmal gespielt werden. Das heißt, es kann niemals zweimal Maria Falk in einem Squad sein. Es sind dann immer 4 verschiedene. Und das finde ich auch ganz cool, denn wenn am Ende dann etwas mehr Spezialisten im Spiel vorhanden sind als nur die 4 plus der Irish, den wir jetzt noch nicht gesehen haben, hat man da auch wieder eine größere Variation und kann auch ein bisschen mehr mit Synergien versuchen rumzuexperimentieren, welche Kombos am stärksten sind in Hazard Zone. Und das finde ich eigentlich ist auch ein richtig cooler Move von DICE, dass man da ein bisschen hingehen kann, ein bisschen spielerische Freiheit auch nochmal hat, wie man die Teamkonstellation aufstellt. Wenn ihr am Boden seid, könnt ihr wiederbelebt werden, wenn ihr aber ganz gekillt wurdet, dann haben eure Teammates nur noch die Möglichkeit, euch über einen Reinforcement-Uplink auf die Map zurückzuholen. Die sind überall auf der Map verteilt. Ähnlich so ein bisschen wie in Apex zum Beispiel, wenn ihr dann das Abzeichen einsammelt und dann müsst ihr halt auf der Map gucken, wo ihr das nächste Mal wieder einen Wiederbelebungspunkt findet und dann holt ihr die Person quasi wieder zurück ins Spiel. Oder auch ähnlich wie in Warzone, ihr müsst dann Cash sammeln, da ist es zum Beispiel mit Cash und dann müsst ihr dann die Person wieder ins Spiel kaufen. So ähnlich im Endeffekt wird das Ganze dann auch in Hazard Zone ablaufen. Zum Extraction vielleicht nochmal kurz. Es ist halt das Objective, dass man die Daten extrahiert, ja, und ihr habt 2 Möglichkeiten, diese Extraktion durchzuführen in einem Match. Und ein Team hat halt nur die Möglichkeit, an einem Punkt die Daten zu extrahieren. Es gibt 2 mögliche Extrahierungspunkte auf der Map, das heißt, am Ende können 2 Teams, wie gesagt, gewinnen, wenn sie es schaffen, an den jeweiligen 2 Extrahierungspunkten, die es auf der Map gibt, die Daten erfolgreich hochzuladen. Was auch noch sehr interessant war, Tom Henderson hat geschrieben, dass Hazard Zone wie so eine Art Limited-Time-Modus ist und das bedeutet, dass sie überlegen, wenn der Modus nicht so gut ankommt, daraus einen Standard-Battle-Royale-Modus zu machen. Ja, und deswegen sagt er zumindest, soll es auch aktuell nicht möglich sein, in Battlefield Portal einen Battle-Royale-Modus zu erstellen, aus eigener Hand, sage ich jetzt einfach mal. Und das finde ich ganz interessant, weil dadurch nehmen sie sich die Freiheit, einfach ein bisschen flexibler zu sein. Wobei ich sagen muss, nachdem ich das jetzt alles gehört habe, finde ich den Hazard Zone Modus sehr interessant. Also wirklich für Squad-based Teamplay mit ein bisschen mehr Taktik und Absprache und so weiter, hört sich das sehr interessant an für mich. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, wie sich das Ganze dann spielen wird.
Neben den Dark Market Credits wird es auch noch Tactical Upgrades geben, das sind quasi passive Upgrades. Es wird 15 Stück zu Release geben und das sind dann so Sachen wie Ammo Increase 1, Ammo Increase 2, Throwable Increase 1 und 2, Faster Healing 1 und 2, Squad Reinforcement, Data Storage, Biometric Scanning, Quick Draw Holster, Loadout Insurance, Insider Information und Table Deal. Was die alle jetzt im Detail bedeuten, kann ich noch nicht genau sagen. Allerdings ist ja vieles davon schon selbsterklärend. Mehr Munition, mehr Granaten, schnelleres Heilen und so weiter und so fort. Die Logik hinter einer weiteren Mechanik habe ich noch nicht so ganz durchschaut. Und zwar, ihr habt die Möglichkeit, eure Spezialisten zu leveln. Jedes Mal, wenn ihr ein Match spielt und erfolgreich extrahiert habt, bekommt ihr plus ein Level für den Spezialisten, mit dem ihr das gemacht habt. Das heißt, sagen wir mal, ihr habt Boris und ihr seid Level 20. Kriegt ihr dann mehr Discount auf eure Dark Market Credits, beziehungsweise ihr kriegt Discounts auf die Sachen, die ihr damit kaufen könnt, ja, auf eure Upgrades und so weiter. Und wenn ihr dann irgendwann mal gestorben seid, dann resettet sich das wieder auf null und ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, weil dann, ich weiß nicht, ob wie viel Sinn diese Mechanik, dieses Feature am Ende des Tages macht, weil so oft hintereinander erfolgreich zu extracten und dann nochmal zu sterben, ich weiß nicht. Auf der einen Seite könnte man dadurch halt sehr taktisch spielen, und sehr vorsichtig, aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie gut die Spieler da draußen dann am Ende des Tages sind, so wie, also ich stelle es mir wie in Apex vor. Man ist nie 10-mal hintereinander Champion, so, ja. Deswegen mal gucken, wie das Ganze am Ende gemeint ist und wie das Ganze funktioniert. Nochmal bezüglich der Naturkatastrophen. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Hourglass einen Sandsturm beinhaltet. Das heißt, wenn ihr auf der Map spielt, kann es ja auch sein, dass ihr nicht unbedingt einen Tornado zu sehen bekommt, sondern halt einfach einen fetten Sandsturm, der es natürlich dann auch wieder schwierig macht, Gegner auf Distanz zu sehen, es ist laut und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, wie sie mit diesen Mechaniken der Naturkatastrophen spielen und die Dynamik des Spiels dadurch verändert wird. Zuletzt noch der Uplink, mit dem habt ihr die Möglichkeit, Fahrzeuge oder Ranger zur Verstärkung zu rufen zum Beispiel. Und ich glaube, das war es im Endeffekt eigentlich auch schon mit all den Infos, die es dazu gibt. Natürlich bekommt ihr dann, je mehr Daten ihr sammelt und je mehr ihr es schafft, dann auch die alle zu extrahieren, bekommt ihr dann noch mehr Erfahrungspunkte und natürlich auch mehr Schwarzmarkt-Credits bzw. Blackmarkt-Credits, mit denen ihr dann mehr oder weniger eure Ausrüstung im nächsten Spiel weiter verbessern könnt bzw. euch mehr Ausrüstung holen könnt. Das ist im Endeffekt Hazard Zone, Leute. Ich bin gespannt auf eure Meinungen zu diesem ganzen Thema. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Hazard Zone haltet. Was sind eure Eindrücke jetzt, nachdem ihr auch den Trailer mal gesehen habt und so weiter. Findet ihr das, wird ein Modus, der sich durchsetzen kann, oder glaubt ihr, dass der relativ schnell ein Ende findet und dann durch einen größeren Standard-Battle-Royale-Modus ersetzt wird? Ich persönlich finde den Modus sehr cool. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es in Zukunft dann neben diesem Hazard Zone-Modus noch einen weiteren Modus geben könnte, der mit dem koexistiert, ein Standard Battle Royale zum Beispiel. Bei Hazard Zone habe ich nämlich bis jetzt noch gar nichts darüber gesehen, dass es irgendwie eine Zone gibt, die jetzt immer kleiner wird, dass man Schaden erhält und so weiter oder erleidet. Habe ich bisher noch nicht viel von gesehen. Vielleicht habe ich es auch verpasst. Ich habe den Trailer jetzt bisher erst einmal gesehen. Schreibt mir, falls ihr dazu was gesehen habt, gerne auch da nochmal in die Kommentare, ob es dazu was gibt. Ansonsten würde ich sagen, verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Video oder zum Livestream am Sonntagabend. Macht's gut, Leute. Bis dann, haut rein und wie immer, ciao, ciao.